Offenbar haben die russischen Truppen gezielt versucht, das regionale Regierungsgebäude zu zerstören. Dabei wird das Gebäude selbst nicht getroffen, doch der Einschlag der Rakete knapp vor dem Gebäude hinterlässt eine Spur der Verwüstung. Das Außenministerium der Ukraine veröffentlicht bei Twitter, wie eine Rakete am Freiheitsplatz in Charkiw einschlägt. Kurz vor dem Einschlag sind noch fahrende Autos zu sehen. Über Opfer des Raketenangriffs ist zunächst nichts bekannt. Die Regionalverwaltung bestätigt den Angriff und erklärt, es seien auch Raketen in Wohngebiete eingeschlagen. Die Verteidigung der Stadt stehe aber weiterhin. Russische Truppen haben auch in der Nacht auf Dienstag den Vormarsch auf Charkiw fortgesetzt. Der Raketenangriff auf das Regierungsgebäude der zweitgrößten Stadt der Ukraine offenbar